Themen. Im Dezember habe ich nicht so viel gesehen an Serien und Filmen. Leider auch vor allem nichts Weihnachtliches, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, aber wozu ich dann gar keine Zeit mehr hatte. Aber gut, so ist das Leben nun mal. Ich habe im Dezember ganze 4 Filme gesehen und 3 Serien und ein Online-Let's Play. Ich werde nicht zu allem was sagen, weil zu vielen habe ich schon alles gesagt, was nötig ist. Und wenn ich nur 1 oder 2 Episoden von einer Serie gesehen habe, wozu ich schon meine Meinung kundgetan habe, dann ändert sie sich nicht so schnell innerhalb von 2 Episoden. Deswegen werde ich dazu dann wahrscheinlich nichts sagen. Aber zu einigen werde ich was sagen und ich hoffe, es interessiert euch. Und zwar habe ich die erste Staffel von The Walking Dead nochmal nachgeschaut, um zu gucken, ob ich da wirklich so viel verpasst habe. Und ich muss sagen, mir ist ganz entfallen, wie kurz auch die erste Staffel ist. Die besteht, glaube ich, nur aus 5 Folgen oder so. Oder 6, da passiert nicht so viel. Also es passiert schon einiges in so wenigen Folgen, aber es geht wirklich sehr, sehr schnell. Und die Charaktere, die es da auch gibt und die teilweise nach der ersten Staffel halt nicht mehr vorkommen, die vergisst man halt sehr, sehr schnell, weil sie nicht so lang vorgekommen sind und deswegen nicht so tiefen Eindruck hinterlassen haben. Und wenn irgendwer bei YouTube über die Charaktere aus der ersten Staffel redet, dann denkt man sich manchmal noch so, wer war das denn? Weil die so kurz noch vorgekommen sind. Deswegen habe ich es nochmal geguckt, aber ja, die haben jetzt nicht so einen Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Aber wer weiß, vielleicht kommen die hier nochmal vor. Das kann ja durchaus sein. Deswegen habe ich es nochmal geguckt. Und ja, die erste Staffel war jetzt im Nachhinein beim zweiten Gucken besser, muss ich sagen, als beim ersten Gucken. Weil beim ersten Gucken fand ich es zwar auch interessant, aber es war jetzt nicht so, dass sie mich eingefangen hätte. Weil ich habe ja nach der ersten Staffel aufgehört eine Zeit lang und hatte irgendwie nicht so viel Lust weiter zu gucken, bis ich dann im November weitergeguckt habe und dann alles ein Stück durchgeguckt habe, weil ich es so interessant fand. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, fand ich das doch besser. Aber beim ersten Gucken war das irgendwie nicht so einfangend, muss ich sagen. Keine Ahnung, wieso das so war. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, ob die erste Staffel gut war oder schlecht, manche sagten ja im Internet, nach der zweiten, dritten Staffel geht die Serie rapide bergab. Das finde ich gar nicht. Ich fand die erste Staffel, ne, so okay. Die zweite fand ich relativ langweilig, weil die halt nur die auf dieser Farm spielt und die ganzen Diskussionen fand ich viel zu viel. Ab der dritten Staffel, dritte, vierte, wurde es sehr viel besser. Und ich muss sagen, die aktuelle Staffel habe ich ja auch geguckt. Von der ersten bis zur achten Episode bis zum Mid-Season-Finale. Und das finde ich auch wieder richtig gut. Diese Negan-Storyline, richtig geil. Und wer Negan verkörpert, der Schauspieler macht das wirklich gut und das ist eine wirklich super interessante Storyline. Und ja, ich muss sagen, ich habe mich selber schon gespoilert im Internet. Ich weiß, was in den Comics vorkommt. Natürlich kommt es nicht eins zu eins auch so in der Serie, aber man kann schon ungefähr raten, in welche Richtung es geht. Es war wahrscheinlich nicht so schlau, mich selber zu spoilern, aber ich wollte es einfach wissen, ganz ehrlich, ich wollte es einfach wissen. Und jetzt weiß ich es und ja, ich denke, ich weiß ungefähr, in welche Richtung es weitergeht in der Serie, aber ist okay. Ich kann trotzdem objektiv sagen, es ist eine richtig gute Storyline und das Mid-Season-Finale war auch relativ spannend. Es gab natürlich interessantere Episoden als andere Episoden, die ja langweilig waren. Aber manchmal braucht man halt bei einer Staffel, die, weiß nicht, 20 Episoden hat oder 16, glaube ich, sind es bei The Walking Dead, ein paar Filler-Episoden, die halt nicht so viel enthalten. Aber insgesamt ist da schon eine sehr interessante Storyline um Negan herum. Deswegen kann ich gar nicht verstehen, wie Leute sagen können, dass es nach der zweiten Staffel eine blöde Serie wurde. Finde ich nämlich nicht. Das ging danach erst richtig los. Denn wenn wir schon bei The Walking Dead immer noch sind, mache ich da auch mal weiter. Und zwar bei der Telltale Games Serie. Da ist ja jetzt die dritte Staffel rausgekommen mit Episode 1 und 2, glaube ich. Allerdings habe ich nur 1 angefangen und dann irgendwie nicht zu Ende geguckt, weil ich sagen muss, also ich habe es nicht selbst gespielt, ich habe das Let's Play im Internet geguckt, aber ich habe es bei meinen üblichen Let's Playern halt noch nicht gesehen gehabt, als ich es angefangen habe, sondern bei jemand anders, den ich halt erst durch die Serie entdeckt habe, weil der halt Videos über die Serie macht, habe ich halt diesen Kanal entdeckt. Das ist, glaube ich, Nerd Paradise heißt der Kanal. Ich verlinke ihn euch mal in der Infobox. Finde ich auf jeden Fall interessant, deren Rückblicke auf die Episoden und so. Und deswegen habe ich da mal das Let's Play angefangen, aber dann gab es da halt so eine Episode, wo, also eine Folge, wo halt die Qualität nicht so gut war und da ständig ein Standbild war und es ständig gestockt hat. Und da habe ich dann da aufgehört, weil ich da halt nicht mitgekriegt habe, worum es eigentlich ging in diesem Abschnitt. Und dann irgendwie ist das jetzt in Vergessenheit geraten. Ich muss das irgendwann nochmal nachholen, wenn ich mal eine ruhige Minute habe, muss ich mal die erste und zweite Episode zu Ende gucken als Let's Play. Ich glaube, die Rocket Beans haben das schon rausgebracht, dann gucke ich es da mal. Aber es
hat schon interessant angefangen. Ich bin gespannt, wie sie das erklären wollen, weil ich glaube, es gab einen Zeitsprung zwischen der zweiten Staffel und der dritten Staffel. Und unsere Protagonistin Clementine ist dann so ein Stückchen älter geworden. Man sieht es schon allein, wie sie aussieht. Ja, ich bin gespannt, wie sie das erklären, was da alles passiert ist, weil man konnte die zweite Staffel ja als Spieler auf verschiedene Arten beenden, indem man sich halt verschieden entschieden hat. Und ich bin gespannt, wie sie das zusammengeführt haben. Und jetzt hat man ja auch neue Charaktere in der dritten Staffel. Das ist ja immer so, dass bei The Walking Dead neue Charaktere kommen, alte sterben, eng kommen und gehen bei The Walking Dead. Aber so kennt man die Serie ja auch und die Reihe und so mag man es ja auch. Deswegen kann ich da noch nicht viel zu sagen, aber ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Dann kommen wir jetzt zu den Filmen. Zum einen habe ich mir Shopaholic nochmal angeguckt, die Schnäppchenjägerin. Habe ich ja hier als DVD und ich habe das Buch bzw. das Hörbuch habe ich gehört in diesem Monat. Findet ihr dann in meinem Lesemonat, der kommt jetzt die Tage. Und deswegen wollte ich den Film nochmal gucken, um nochmal meine Erinnerungen aufzufrischen, weil ich den richtig gut in Erinnerung hatte und wollte wissen, ob ich den jetzt immer noch gut finde. Und ja, er ist ein ganz netter zwischendurch Romantik-Comedy-Film. Aber ich muss sagen, mir ist jetzt, wenn ich das Buch kenne, so das eine oder andere aufgefallen, was mir nicht so gut gefallen hat, was ich beim ersten Gucken wahrscheinlich übersehen habe, weil es halt so ein kurzweiliger Spaß ist mit nur ungefähr 90 Minuten, glaube ich, hat es. Aber wenn man das Buch kennt und da halt einem einige Dinge aufgefallen sind, weil das einem ja längere Zeit begleitet, dann sieht man den Film, glaube ich, auf eine andere Art und Weise. Und so ist das auch gewesen. Ich fand die Protagonistin so ein bisschen nervig, weil sie halt diese Sucht quasi hat, ständig was zu kaufen, obwohl sie kein Geld hat, obwohl sie hochverschuldet ist. Und ich fand es ein bisschen blöd, was mir beim ersten Mal auch nicht aufgefallen ist, dass es alles sich so viel zu einfach am Ende auflöst. Es war im Buch so, das war auch im Film so. Und das fand ich ja nicht so realistisch dargestellt. Es geht zwar an Erwachsene raus, aber ich finde es trotzdem eine unrealistische Darstellung von Problemlösungen, dass es einfach sich alles ganz leicht von alleine lösen lässt. Man muss halt quasi gar nichts dafür tun. Und das finde ich einfach als Message an sich nicht gut, aber ja gut, ist halt romantische Komödie, ist jetzt nichts wirklich mit Substanz, deswegen glaube ich, kann man da jetzt auch nicht so die Welt von erwarten. Ist aber in Ordnung für so zwischendurch. Dann habe ich einen Film gesehen im Fernsehen sogar, was ich ja nicht oft mache, weil ich sehr selten den Fernseher anmache, aber es war zu Silvester. Ich habe mit meiner Freundin bei uns auf der Couch gesessen. Wir hatten keine richtige Lust auf was Großes zu Silvester. Wir haben uns einfach zusammen auf die Couch gesetzt und den Fernseher angemacht. Also zuerst haben wir den Fernseher angemacht und dann haben wir DVDs geguckt. Ich war ja noch so ein bisschen restkrank zu dem Zeitpunkt, deswegen war sowieso nicht viel drin. Wir haben im Fernsehen Toy Story 3 gesehen. Den hatte sie vorher noch nie gesehen. Ich muss auch sagen, wir haben leider so ein bisschen was verpasst davon, weil wir zwischendurch noch gekocht haben, unser Abendessen. Aber ja, wir haben ihn gesehen. Ich mag den Film unheimlich gerne. Ich mag die ganze Toy Story-Reihe. Die ist so gut und wird von Film zu Film ja nicht quasi besser. Die sind alle gleich gut. Aber es wird immer tiefsinniger, würde ich sagen. Und immer interessanter und auch so gesellschaftsreflexiver. Ich glaube, im dritten Film sagen auch viele dem Film nach, dass so ein bisschen den Holocaust und so verarbeitet und quasi dran sich anlehnt. Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr vielleicht, was ich meine. Auf jeden Fall ist das so eine gute Mischung zwischen kurzweiligem, spaßigem Kinderfilm und deepem Shit, das nur Erwachsene mitkriegen, die halt so richtig hinter die Kulissen gucken. Toy Story ist auf jeden Fall eine sehr gute Reihe, kann ich absolut empfehlen. Toy Story 3 macht da keine Ausnahme und ich glaube, es kommt auch noch dieses oder nächstes Jahr ein Toy Story 4. Darauf bin ich auch schon gespannt. Irgendwann müssen die mal aufhören, weil ich glaube, irgendwann ist der Zenit erreicht und dann geht es nur noch bergab. Aber ich bin trotzdem gespannt auf Toy Story 4. Ich denke, es kommt noch. Ich glaube, ich habe da sowas munkeln hören. Wenn ihr was da wisst, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Es geht auf jeden Fall um diese, ich glaube, es wissen alle, glaube ich, dass es um diese Spielzeuge geht von Andy und in Toy Story 3 ist es halt so, dass Andy schon erwachsen geworden ist und jetzt aufs College geht und deswegen seine Spielzeuge natürlich nicht mehr braucht. Und die Spielzeuge sind jetzt ganz traurig, weil keiner mehr mit denen spielt und wissen nicht wohin. Und durch Zufall kommen sie halt in so einen Kindergarten, wo halt Kinder sind, die mit denen spielen. Allerdings haben die da so ein bisschen Probleme mit den Spielzeugen, die vorher schon im Kindergarten waren. Und was da so im Argen liegt, müsst ihr selber herausfinden und ob sie dann letztendlich wieder zurück zu Andy kehren oder nicht. Müsst ihr auch rausfinden. Fand ich auf jeden Fall sehr gut. Dann haben wir weitergemacht mit DVDs. Wie gesagt, zum einen dieser Film, der sehr umstritten ist.
Sucker Punch. Es gibt sehr, sehr viele Leute auch auf YouTube und so, auch Leute, die halt viel mit Film zu tun haben. Zum Beispiel meine vielgelobten Rocket Beans haben halt dieses Kinoformat Kino Plus. Und da haben sie schon sehr oft gesagt, dass sie diesen Film einfach abgrundtief schlecht finden. Und ich kann das nicht so richtig nachvollziehen und meine Freundin auch nicht. Wir finden den eigentlich ganz gut. Natürlich ist er jetzt nicht der interessanteste und tiefsinnigste Film aller Zeiten, aber wir finden das eigentlich eine nette Idee und auch ganz interessant umgesetzt und mal was anderes. Ja, die Frauen sind alle so ein bisschen zu leicht bekleidet, zu sehr geschminkt. Es könnte hier und da so ein bisschen vielleicht an Sexismus grenzen, aber ich finde, sie haben es auch in anderen Hinsicht so hingekriegt, die Protagonisten trotzdem stark dastehen zu lassen als starke Charaktere und ich finde, das wirkt dem auch schon wieder entgegen. Aber es kommt natürlich darauf an, wie man das interpretiert, weil da muss man, glaube ich, viel rein interpretieren. Das ist so ein bisschen abstrakt auch, weil es so viele Storylines hat. Es beginnt mit einer Protagonistin, also diese hier, Baby Doll heißt sie im Film, die was Schlimmes miterleben muss und deswegen von ihrem Stiefvater, der als einzige von ihrer Familie dadurch noch übrig ist, in die Psychiatrie geschickt wird. Und dort in der Psychiatrie scheint es irgendwie so schlimm zu sein, dass sie sich in eine Fantasiewelt flüchtet, die eigentlich auch noch schlimm ist, weil sie sich irgendwie vorstellt, in eine Art Bordell gefangen zu sein, wo die halt auch tanzen müssen und so. Und dann sich halt irgendwie anscheinend so eine Geschichte zusammenspinnt, wie sie und die anderen Mädchen in diesem Bordell entkommen können. Und dadurch, innerhalb dieser Fantasie, hat sie nochmal andere Fantasien, die sie in so eine Welt flüchten lassen, wo halt Monster und sowas existieren und wo sie diese bekämpft mit Kampfkunst und Waffen und so. Und sie dadurch immer mehr zur Heldin wird in ihrer eigenen Fantasie, dass es sich irgendwie so alles, die ganzen drei Welten in einen verwebt und man weiß irgendwann nicht mehr so richtig, was eigentlich jetzt Realität ist und was nicht. Okay, das mit diesen Monstern ist klar keine Realität, aber was jetzt Sache ist, ob das, was sie sich erträumt, in der Wirklichkeit wirklich geschieht oder ob sie das wirklich nur träumt, das wird auf jeden Fall so ein komischer, abstrakter Gedanke, wo man am Ende nicht mehr so richtig weiß, was jetzt Wirklichkeit ist und was nicht. Aber es ist trotzdem in sich eine interessante Geschichte und es hat halt viele visuelle Dinge, die wirklich schön aussehen, auch wenn sie natürlich total abstrakt sind, wie diese Monsterbekämpfung. Man sieht das auch hier so ein bisschen. Hier sind so halt Nazi-Flugzeuge mit Drachen und die haben halt Gewehre und sonst was in den Händen und kurze Röckchen an und ist halt alles zusammengemischt. Aber ich finde es trotzdem interessant. Man muss es halt selber mal gucken und mal gucken, ob das was für einen ist oder nicht. Ich glaube, es ist so ein polarisierender Film. Es gibt Leute, die es wirklich richtig scheiße finden und es gibt Leute, die es echt gut finden. Und ich fand den Anfang schon gut beim ersten Mal, der halt irgendwie keinen Wortempfang enthalten hat, sondern mehr so eine Art Musikvideo war, wo es halt so ein düsterer Anfang der Geschichte gibt, was eigentlich passiert, wo Leute auch sterben und so und das ist alles nur mit Musik untermalt, ist halt wie eine Art Musikvideo, aber auch irgendwie so literarisch angehaucht. Müsst ihr selber mal gucken. Wie gesagt, beim ersten Mal hat es mir auch so ein bisschen mehr gefallen als jetzt beim zweiten Mal, weil ich wahrscheinlich beim zweiten Mal schon wusste, was jetzt alles passiert und wie es genau dargestellt wird. Müsst ihr selber rausfinden, ob das was für euch ist oder nicht. Ich habe dem jetzt letztendlich 4 Sterne gegeben. Ist streitbar auf jeden Fall. Und dann haben wir noch einen Film geguckt, den ich schon alleine mal angefangen hatte, als ich den Weihnachtsbaum aufgestellt habe. Ich habe den aber nicht zu Ende geguckt, weil ich damit halt dann fertig war und irgendwie den dann nicht mehr zu Ende gucken wollte. Und dann haben wir ihn zu Silvester zu Ende geguckt zusammen, beziehungsweise nochmal geguckt von Anfang an. Und zwar war das der zweite Film von Jurassic Park, der heißt Die vergessene Welt. Weil ich ehrlich gesagt sagen musste, dass ich mich an den ersten sehr gut erinnere. Ich habe den ja auch vor kurzem auch wieder geguckt, aber an sich erinnere ich mich auch echt gut daran, aber an den zweiten und dritten kaum noch, bis gar nicht. Ich erinnere mich ja so an ein, zwei Szenen, aber was genau da drin passiert ist, wusste ich nicht mehr. Ich habe jetzt den zweiten nochmal geguckt und ich muss sagen, dass ich ihn den spätestens in 2 Monaten wieder vergessen haben werde, weil der halt auch nicht so gut ist wie der erste und nicht so viel Eindruck hinterlässt und weil es halt viel vom selben nochmal ist, nur halt nicht ganz so gut. Es war okay und es war halt auch so eine Kindheitserinnerung, weil Jurassic Park hat mich als Kind sehr lange begleitet, habe ich glaube ich schon mal erzählt, als es um den ersten Film ging, dass damit meine Fantasie, Quatsch, meine Faszination von Dinosauriern begonnen hat und danach habe ich so ziemlich jede Dokumentation über Dinosaurier verschlungen, die ich finden konnte, weil ich sie so interessant fand.
Und ich glaube, diese Filme haben damit angefangen. Aber ich glaube, das war auch vor allem der erste Film, weil ich den halt auch immer noch gut im Gedächtnis habe. Die restlichen Filme sind halt so kaum mehr vorhanden in meinem Kopf. Ich glaube, ich muss den dritten jetzt auch noch mal gucken, um zu wissen, was da noch mal passiert ist, weil ich davon jetzt auch überhaupt nichts mehr weiß. Ist schade, aber die sind halt nicht so gut wie die anderen Filme. Habt ihr sowas auch? Also zum Beispiel bei Zurück in die Zukunft, die haben mich ja auch sehr geprägt, die Filme. Und da kann ich noch absolut mit Sicherheit sagen, was in jedem Film passiert ist, obwohl ich bei dem zweiten teilweise auch vieles vergesse. Jetzt im Moment weiß ich es noch, weil ich das auch schon vor einem halben Jahr oder so mal gesehen hatte oder vor einem Jahr oder so, aber ich weiß es noch. Aber das vergesse ich auch schneller mal. Aber den ersten Film und den dritten Film, den kenne ich noch wirklich sehr, sehr gut. Und bei Jurassic Park ist es halt nicht so. Da weiß ich noch vom ersten vieles, aber von den restlichen Filmen nicht mehr wirklich so. Habt ihr auch sowas, wo ihr von der Reihe oder den Film an sich sehr geprägt wurde, aber nicht mehr so richtig wisst, worum es eigentlich geht? Oder kommt das nur bei mir vor, weil ich so vergesslich bin? Würde mich auf jeden Fall interessieren, falls ihr das mal in die Kommentare schreiben möchtet. Ihr habt ihm jetzt letztendlich 3 Sterne gegeben. Ist ein okayer Film, aber kommt auf jeden Fall nicht an den ersten ran. Wie gesagt, schreibt mir eure Gedanken gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute.